Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir sind wieder in Deponia, diesmal mit dem Spiel Chaos auf Deponia. Ich freue mich drauf, endlich weiterspielen zu können. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit einem Neustart. Wir nehmen natürlich wieder diese wahnsinnig coole Variante mit dem Mausrad. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Ich nehme Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum Nein. sprichst du mich da nicht an? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich startet dann ein unterhaltsamer Dialog. Wie aufregend. Okay. Das ist Bozo, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat, sondern ein einfacher Schrotthändler. Ach ja? Das höre ich zum ersten Mal. Das kommt daher, dass du mir nie zuhörst. Zum Beispiel hatte ich dir auch gesagt, dass du mich ansprechen solltest und nicht ansehen. Na und? Lass mir doch von einem dreckigen Piraten nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja doch. Mann, ja, gib Ruhe. Mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man ein Objekt ansieht, wie man jemanden anspricht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechtsklicken, da wo das Auge am Cursor ist. Ja, ich dachte, du wolltest dir das... Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, einfach drauf zeigen, ja, okay, wo das Auge... Das ist langweilig. Was ist das? Das ist der Reaktorlotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wie man jemanden anspricht, wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Manu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung.
Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. Okay. War gerade dabei. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Unauffällige Aussparung, Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Nicht vorsagen. Wie du meinst. Wenn du soweit... Nicht vor... Wie du meinst. Jetzt steht er nämlich wieder so schön auf dem Ding. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wie du meinst, Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel: die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Netter Rückblick. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig, warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Okay. Du
du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast unanholen. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Und sah noch einmal von vorn. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte... Ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot, aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Okay. Husser noch einmal von vorn. Errungenschaft. Also, ja. Sehr interessant. So. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Niemals. Man kann nicht mit dem reden. Knopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Es gibt nicht recht viel, was ich hier machen kann. Werkzeugkasten. Strom. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Stromumkehrer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Ich hoffe... Dein junger Freund kommt meinem Opfi-Pieps nicht so nahe. Opfi? Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Auf mich wirkt dein Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Kann ich da jetzt irgendwas
hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Jetzt gibt es ja noch Weizenkasten. Ich habe hier Feuer, ich habe hier das. Kasten. Okay. Spülknopf. Ich kann hier aber auch nichts machen, so. Ich will aber, dass der Vogel herauskommt. Tischdecke. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Versprichst du? Rufus. Als ich ihn aber im Herzen... Bestimmt macht er den ganzen Teppich schmutzig. Rufus ist ein sehr reinlicher Mensch. Für mich sah er so aus, als wüsste er nicht einmal, wie man eine Spülung benutzt. Und mach dich nicht lächerlich. Und du bist sicher, dass er weiß, was er tut? Auf mich wirkte er so, als wäre er zu dumm zum Knöpfe drücken. Das täuscht. Rufus ist ein Bastler, wie ich. Er kennt sich blendend mit jeder Art von Maschine aus. Und du bist sicher, dass auf mich wirkt. Das Rufus erkennt sich. Da kommt niemand. Ja. Gut. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Wie der Stromumkehrer. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Okay. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Spielknopf. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipips kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Versprochen. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden?
Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Oh, genau. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz' Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktion und Reaktio zu widerlegen. Nah dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Kann ich noch irgendwas gucken? Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. So. Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Okay, sonst noch? Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh, Himmel. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Elysium, ich komme. Na dann. Schau gut hin. Rufus, nein. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc, retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur? Und hepp! Zirkusreif wie immer. Und jetzt ihn losschneiden oder was? Weiß es nicht. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Sehr clever. Mit einem gut gezielten ist total spektakulär. Aber dann wäre das Messer futsch. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Was habe ich denn noch? Das ist schon kaputt genug. Ich hab nichts mehr. Sehr clever. Ich lockwitsch, wenn er nicht in den...
Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Jetzt da drauf drücken. Mit dem Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Ja, sicher. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe doch gerettet! Und? Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Echt? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Warte, da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Wohl doch der Schleudersitz. Und wieder der Schrumpfstrahler. Plasserpalz. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten. Wohl doch der Schleudersitz. Und wieder der Schrumpfstrahler. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten. Na schon. Wohl doch der Schleudersitz. Ich muss mal gucken, was hier noch so gibt. Es gibt eh nur die Sache. Ich bin das Beste für Goal. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh oh. Nein, Goal! Oh Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie!
Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik, ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Und da redet er davon, dass Rufus dumm ist. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren. Aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältesten auch davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Mega gut. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbootwänden. Was in der Tat Goals Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. Richtig mit Dancen und Saufen und allem. Russa mit Saufen und Alm. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Jo, mal gucken. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus?
Weil du einfach so wunderbar bist, Rufus. Und hier machen wir weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.